11. November 2021 konnte Erica ein Video mit einer guten Nachricht beginnen. Der Verlag Heart Publishers von James Penton konnte die Rechte an dem Buch The Gentle Times Reconsidered von Carl Olof Jonsson erwerben, dessen Herausgeber James Penton in der Vergangenheit war. Nachdem es viele Jahre vergriffen war und für Hunderte von Dollar angeboten wurde, ist es nun wieder erhältlich. Daraufhin haben einige gefragt, ob es auch eine Übersetzung ins Deutsche geben könnte. Die Übersetzung eines 400-seitigen Fachbuchs ist normalerweise ein Projekt über Monate hinweg mit den Kosten eines Kleinwagens. Umso mehr hat sich Eric gefreut, schon jetzt eine weitere gute Nachricht für uns zu haben. Die 440-seitige Übersetzung ist nun als Buch mit dem Titel »Die Zeiten der Heiden neu überdacht« veröffentlicht worden. Der Untertitel unterstreicht die Tragweite dieser wissenschaftlichen Abhandlung. Haben sich Zeugen Jehovas die ganze Zeit in Bezug auf 607 vor unserer Zeitrechnung und 1914 geirrt? Die Antwort wird auf höchst überzeugende Weise in diesem Buch dargelegt. Nach einem Vorwort des Herausgebers und der Einführung von Carl Olof Jonsson geht es im ersten Kapitel um die Vorgeschichte der Vorhersagen zum Jahr 1914. Schon hier werden viele Leserinnen und Leser, insbesondere Zeugen Jehovas, überrascht sein, dass diese Lehre eine lange Vorgeschichte hat. Kapitel 2 hilft einem, den Zusammenhang zwischen der Chronologie, welche in der Bibel aufgezeichnet ist, und säkularen, also sogenannten weltlichen Quellen, besser zu verstehen. Kapitel 3 und 4 liefern eine solche Fülle an detaillierten Beweisen, die dem Leser keine Zweifel lassen, ob die Angaben von Jehovas Zeugen zum Jahr 607 vor unserer Zeitrechnung richtig sind oder nicht. Wer ungeduldig ist, kann in den Kapiteln die Zusammenfassungen erst lesen und später auf die Details eingehen. Was ist aber mit den Prophezeiungen der Bibel zu den 70 Jahren? Die Bibeltexte dazu werden in Kapitel 5 detailliert diskutiert. Das Ergebnis dürfte für jeden Zeugen Jehovas und auch andere überraschend sein. Genauso wird es Ihnen in Kapitel 6 in Bezug auf die sieben Zeiten aus Daniel 4 ergehen. Im Kapitel 7 wird schließlich gezeigt, wie die Wachturmorganisation versucht hat, die Beweise zu überwinden. Es kann schon so viel verraten werden, dass diese Versuche nur halbherzig, oberflächlich und erfolglos waren. Im Gegensatz zu der Energie, mit der aufrichtige Erforscher der Wahrheit wie Jonsson zum Schweigen gebracht werden sollten. Etwas, was schon in der Einleitung von Carl Olof Jonsson geschildert werden musste. Zu den Kapiteln 1 bis 5 und 7 gibt es noch mehr Informationen in den jeweiligen Anhängen. Das Buch enthält übersichtliche Zusammenfassungen der Fakten, historische Abbildungen, Bilder von historischen Fundstücken und hunderte von Fußnoten mit weiteren Belegen und Erklärungen. Das Buch schließt mit den verwendeten Abkürzungen, Inhaltsverzeichnissen der Abbildungen und Tabellen sowie einem Index für die Bibeltexte und einem allgemeinen Index. Erhältlich ist das Buch über den Shop des Verlages bod.de. Der Preis wurde von uns bewusst so niedrig wie möglich gehalten, damit möglichst jeder es sich leisten kann. Wenn man über bod.de bestellt, bleibt dem Verlag mehr für die Druckkosten und der Autor bekommt pro Buch einen geringen Betrag von etwa 1 Euro. Nach Steuern wird dieser für die Kosten der englischen Veröffentlichung oder anderer Übersetzungen über die Website von Berean Pickets verwendet. Der Link dazu findet sich in dem Beschreibung des Videos. Natürlich kann man das Buch auch über Amazon bestellen. Dafür wollen sie natürlich auch einen Anteil am Verkaufspreis. Und es ist auch sonst im Versand oder auch im Buchhandel zu erwerben. Den Link zum Buch bei BOD füge ich in die Beschreibung des Videos ein, ebenso die ISBN-Nummer. Vielen Dank fürs Zuhören und deine Unterstützung. Und natürlich auch viel Freude beim Lesen.